herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme auf diesem Channel. Ja, lange ist es her, dass ich diese Weltgenerator-Serie angefangen habe und nicht regelmäßig weitergeführt habe. Das liegt aber daran, dass ich in letzter Zeit sehr viel Stress hatte mit Schule und Co. Aber das tut jetzt nicht zur Sache. Heute wollen wir anfangen mit den Räumen. Ja, dazu fangen wir jetzt erstmal eigentlich damit an, dass wir unseren Server starten. Den habe ich ja hier als Tutorial-Test-Server, den starten wir jetzt einmal eben kurz und an unserem Minecraft, damit wir gleich auch eine Runde spielen können. So, der lief auf 1.8. Entsprechend wir nutzen die 1.8 Forge. So. Genau, heute soll es darum gehen, dass wir halt den Block Populator nutzen, um halt Strukturen in unserem Server einzufügen. Dazu nutze ich immer gerne eine spezielle Software, die werde ich euch gleich vorstellen. Ja, die habe ich auch schon hier auch auf dem Server installiert, die heißt Block2Code. Ich werde die auch nochmal verlinken, hier einmal zu sehen. Viel Bilder gibt es dazu nicht, aber es ist auch an sich ein Developer-Werkzeug, was ich mal geschrieben habe. Es ist halt einfach nur dazu da, um halt unseren Block, den wir haben, auch in Code umzuwandeln. Das Ganze können wir selektieren und dann nutzen. Ja, wie machen wir das Ganze jetzt? Also als erstes gehen wir mal eben in den Multiplayer, gehen auf unseren Test-Server. So, und stellen fest, hier sind ein paar Bäume. Genau, das ist noch aus dem damaligen Test, den ich hier gebastelt habe. Ja, wir sehen jetzt hier so einen Baum. Das Ganze machen wir uns recht einfach. Wir nehmen jetzt einmal, basteln uns einmal einen so einen Baum. Oder, ja, an sich könnte ich auch selbst einen Baum bauen. Ich glaube, das ist so viel einfacher. Ihr seht hier, wie der Baum aufgebaut ist. Dazu müssen wir uns jetzt halt einmal gucken, wie genau machen wir das Ganze. Oder was für eine Plattform brauchen wir. Also ich auch an dieser Stelle relativ unwichtig. So. Sehen wir hier schon mal die Größe. Die ziehen wir jetzt uns mal ein bisschen raus. Ja, so. Dann hätten wir jetzt genau hier sozusagen den ersten Block. Das aber auf der Höhe ist, muss es der sein. Und hier oben müssen wir halt genau in der gegengesetzten Position einsetzen. Also es ist eigentlich genau wie World Edge, nur halt bisschen anders. Jetzt müsst ihr halt einfach mit Block2Code zwei Positionen setzen, nämlich Location 1, dann können wir nämlich einmal kurz das entfernen, und Location 2, dann entfernen wir den. Dann stellen wir uns halt hier neben dem Baum, damit wir den halt kopieren können, machen wir /btc export und jetzt nennen wir den halt vgen3 und exportieren den. Jetzt seht ihr halt auch, dass er voll exportet. Jetzt können wir hier unter Plugins, dann halt Block2Code, unter Exports, sehen wir jetzt hier VGen3. Wenn wir den jetzt mit Notepad editieren, Notepad++, sollte jeder von euch hoffentlich haben, seht ihr, oh, da ist jetzt Quellcode entstanden. So, und jetzt müssen wir den Quellcode eigentlich nur einbauen, das ist aber jetzt auch nicht schwierig. Also wir haben jetzt hier den ganzen Kram, dann machen wir jetzt hier einfach erstmal uns ein Package, d.yellowphoenix18.worldGenerator. Und dann nennen wir es einmal hier Trees. Oh, wir machen Schematics draus. Dann machen wir hier eine Klasse rein, die heißt jetzt in diesem Fall Tree Schematic. Und die müssen wir recht simpel aufbauen. Hier macht ihr einfach nur public void. Public static void build tree. Kann man location lock. Warum Location Lock? Aus dem Grund, um halt unsere Location zu getten. So. Aber kurz abspeichern, dann hatte auch mein Dings da. So. Also die Location Lock ist da. Jetzt müssen wir halt einfach nur noch einmal SCA, SCC machen. Und dann könnt ihr das hier einfach reinfügen. So. Und schon habt ihr hier, kriegt ihr ein paar Decryption Messages, weil es halt eigentlich veraltet ist und man es heutzutage nicht mehr so nutzt. Zumindest laut Minecraft soll man es nicht mehr so nutzen. Trotzdem nutzen wir die Variante, weil die am angenehmsten ist, um halt die ganzen Blockdaten fix zu setzen. So, und jetzt seht ihr hier sind die ganzen Baumdaten drin, wie wir den Baum setzen. Die ganzen Sachen, wie jetzt zum Beispiel, warum setzt mir Minecraft wieder keine Rückmeldung? Ich liebe Minecraft dafür. Klären wir das Programm mal kurz. Also, die ganzen Daten, wo jetzt zum Beispiel gerade 0 war,
was wir zum Beispiel bewertet hätten. Da waren ja gerade eben ein paar Bereiche, wo halt nur er gewesen wäre. Die haben wir jetzt halt sozusagen rausgekartet. Ja, gut, das Grobe haben wir jetzt halt eigentlich fertig. Jetzt ist dieses Build-Tree. Jetzt müssen wir aber noch einen Populator machen. Dafür machen wir uns ein neues Package. Das haben wir de.yellowphoenix18. Punkt World Generator. Punkt Populators. So. Und da rein machen wir unseren Tree Populator. So, dann machen wir Extends Block Populator. So. Dann müssen wir einmal die Methode reinfügen. Hier kommt World World rein, Random RND und Chunk Chunk. So. Und hier machen wir dann halt jetzt eine Abfrage. Also erstmal machen wir eine Vorschleife, also for int x, x kleiner 16, x++. Dann machen wir for, kann man int z, z kleiner 16, z++. Ich muss die Variable noch initiieren. Also ich setze hier gleich 0. Und hier mache ich auch gleich 0. So. Jetzt haben wir den Kram schon mal gemacht. So, dann haben wir jetzt diese Vorschleife. Fragen wir ab, if world.getBiome und dann müssen wir hier chunk.getX plus x und dann chunk.getZ plus z machen. So. Dann können wir das Ganze hier jetzt, genau, hier wollen wir fragen, oder nee, wir müssen das anders machen, ich bin doof. Das können wir uns viel simpler aufbauen. Dann machen wir ein Biome B gleich. So. Fragen wir ab if, B gleich Biome Punkt Forest hatten wir, glaube ich, auch als Biome, wenn ich mich recht entsinne. Mal auch kurz, hatten wir den Forest gemacht? Forest und Forest Hills. Genau, so, dann fragen wir ab beim Forest. Machen wir hier noch eine Else für beim Forest Hills. So, dann fragen wir ab, machen wir uns einen kleinen Random hier vorne vor. Wir nehmen nicht den von oben, weil der oben an den Chunk gebunden ist. Wir brauchen aber hier einen für die jeweilige Variable. Also if, wir machen den hier rein, das ist sinnvoller. Hier gleich random, weil wir sonst den jedes Mal starten und den brauchen wir nicht jedes Mal neu zu initiieren. Ah. So. RND. If RND.nextInt. Dann nehmen wir einen aus, sagen wir mal. Ein Chunk hat 16 Blöcke. Wir möchten pro Chunk maximal einen haben, im normalen Forest, sagen wir mal, also 1 aus 32. Gleich 1. Also wenn wir da sozusagen was treffen. Ach, ndx. Ndx, so. Dann machen wir world.getHighestBlockAdd. Dann in diesem Fall chunk.getX plus x und chunk.getZ plus z. Warum den Highest Block? Weil wir da jetzt gleich unseren Tree spawnen wollen. Das machen wir einfach mit Tree Schematic.buildTree und dann Location und das machen wir hier rein. So. Was genau bringt das Ganze jetzt? Also wir fragen halt erstmal nach dem Biom ab an der Stelle, wo halt wir das bauen wollen. Wenn das Biom Forest ist, machen wir halt uns ein Random. Wenn dann halt wir eine 1 bekommen von einem Int, der 0 bis 32 sein kann, also eine 1 zu 32 Chance, dann bauen wir den Tree an der besagten Location. Und hier kriegen wir den Highest Block, das müssen wir Get Location machen. So. Und jetzt ist der erste Bereich gemacht. So, jetzt wollen wir bei der Hills-Variante wollen wir es halt weniger machen. Dann nehmen wir jetzt 128 und damit hat sich das Ganze auch gelöst. So. Und das wäre jetzt grob der Aufbau.
Jetzt haben wir den ersten Block Populator hier. Und den müssen wir jetzt halt nur noch einbinden. Und dann würden unsere Trees grundsätzlich erstellt werden. Das machen wir recht einfach. Wir machen hier einfach Populators. Add Block Populator. Und dann machen wir einfach New Tree Populator. So. Und damit wird er eingebunden. So, jetzt muss er auch nicht rum. Tree Populator ist eingebunden. Und jetzt können wir einfach das testweise exportieren. Gehen wir aber nochmal in den Server rein und hoffen, dass es jetzt diesmal nicht abschmiert, der ganze Kram hier. Das ist instabil hier. Machen wir mal einen anderen Shader, dann läuft es vielleicht besser. Ja. So, dann machen wir aber einen Reload. Machen wir slash mv create test 15 plugin realistic world. Da habe ich, ach, ich warum sage ich realistic world? Smooth world generator world generator. Ja, slash pl. Ah, das. Okay, ist klein gegangen. So, slash mv load test 15. So, slash mv go to test 15. Und jetzt sehen wir, dass es nicht passiert. Juchai. Warum passiert denn rein gar nichts? Hier müsste an sich ein Forest sein und hier müsste an sich auch placen. Das kommt, wohin habe ich das exportiert? Okay, es wurde an sich überschrieben. Ich bin jetzt aber auch reloaded und wollen jetzt nochmal gucken, wo der Fehler sein könnte. Wir haben auch das Biome gesetzt. Populator ist als Tree Populator drin. Find X. Wo haben wir den Fehler? Ah. Da ist der Fehler. Hier fehlt mal 16. Warum? Weil das Chunk X immer in einem der Chunk mal X genommen wird. Das heißt, jeder Chunk ist halt nur ein weiter bei dem Chunk.get X. Sie müssen das hier mal 16 nehmen und dann plus 32. Das wird jetzt den Fehler beheben. Das habe ich gar nicht mehr dran gedacht, dass es so war. Ups, schon so lange nicht mehr mit World Generator direkt gearbeitet in dem Bereich. Dann machen wir es nochmal neu. So, jetzt geht's aber. 16, MW Load 16, MW Go to 16. Ups, ist aus ein bisschen. Jetzt schon merkt ihr, dass der World Generator langsamer ist, weil er jetzt die ganzen Bäume baut. Ups. Vielleicht noch ein bisschen zu eng gebastelt. Ah, ups. ja. Das hätten wir auch nochmal bedenken können. ja, so sieht jetzt zum Beispiel, was dann schief laufen kann. Das Ganze können wir jetzt aber auch beheben. Dann fragen wir einfach, ab welcher Block das da drunter ist. So. Lock. Lock gleich. Block.get heißt Block.get Location. So. Dann kommt hier Lock. Und hier kommt auch Lock. So. Dann fragen wir ab, if Lock.get Block und get Type ID nicht gleich material.stationary water, das wollen wir nämlich nicht haben. Oder log.get block. Ach, dann machen wir hier in Block B, das ist schneller. Block nee, int type ID gleich log.get block.get type ID. So, dann machen wir if type ID nicht gleich. Genau, hier kommt jetzt auch mal so ein kleines Tool zur Hilfe. Minecraft ID List, zeige ich jetzt auch eben kurz.
Das Tool werde ich auch unten verlinken. Ich werde es aber auf einem anderen Bildschirm haben, damit ich es gerade ein bisschen schneller suchen kann und das eintragen kann. So, als erstes fahren wir Stationary. Erstmal Worte abfragen. Da haben wir 8 oder 9. 8 oder. Ich 8 und. Type ID nicht gleich 9. Und. Jetzt müssen wir Lava suchen. 10 und 11 ist es. Und. Type ID nicht gleich 10. Nicht. Und. Type ID nicht gleich 11 und Type ID nicht gleich 18 und Type ID nicht gleich 17. Wir wollen ja auch an sich nicht auf Log bauen. Nochmal und Type ID nicht gleich. Jetzt muss ich hier gucken, was Acacia-Wort hat. Acacia 162 und 161 und 162 und Type ID nicht gleich 161. So, jetzt kommen wir aber gleich zu einem Punkt, wo wir ein Problem bekommen werden, nämlich wir haben in diesem Fall so, wir haben in diesem Fall nämlich ein Problem hier. Wir haben nämlich in dem Main Generator gesagt, dass hier drunter dann dementsprechend Log gebaut werden soll. Das machen wir jetzt weg. Wir machen jetzt daraus uns einfach ein Grass. Und hier auch Grass. Das sieht dann ein bisschen schöner gleich aus. Dann hat das auch einen ordentlichen Overflow. So, dann exportieren wir das Ganze jetzt nochmal. Jetzt sollte grundsätzlich, da wir fragen jetzt vorher immer ab, wenn wir ein, bevor wir ein Tree hier pasten, ob halt an der Stelle auch wirklich kein Lava ist, kein Wasser und kein Log oder keine Leaves. Dadurch können wir verhindern, dass sie aufeinander spawnen. So, und dann machen wir jetzt halt einfach einmal laden wir jetzt die Welt und gehen jetzt gleich dahin. Ihr seht auch schon, die Ladezeiten sind wieder etwas schneller geworden. Wenn wir jetzt hingehen, dann haben wir jetzt hier das Wasser und wir haben jetzt hier vorne den gleichen Fehler wie vorher. So, gerade nach Leaves abgefahren. Kann es sein? Ja, wir gehen immer einen weg. Das heißt, ach, das ist ein bisschen doof. Das liegt aber daran, wie ich den Tree kopiert habe. Ha, da machen wir nochmal was anderes. Wir gehen zur 14. Welt hin. Das ist nämlich unsere letzte Welt gewesen. Und hier hätten wir den ja kopiert. Und hier machen wir das Ganze nochmal. Wir kopieren das Ganze nochmal. Machen uns daraus dann nochmal eine bessere Vorlage. Das sollte nämlich dann das Ganze beheben. Ja, und so kann man das Ganze dann halt jetzt hier einmal durchtesten. Und am Ende kommt man dann halt zu verrückten Sachen raus. Slash, machen wir Slash Game Mode 3. So, aber ich möchte jetzt an sich auch noch ein bisschen höher hier gehen. Mit dem, Slash Game Mode 1. Wir machen das ein bisschen anders. Wir machen das so. Muss ich es noch einmal neu machen hier. Aber dann können wir das ein bisschen besser gleich machen. Wir machen das nämlich jetzt so, dass wir den untersten Block auch gleichzeitig in den Boden reinsetzen. Und damit, ja, sozusagen auch das verhindern. Aber das sollte jetzt auch nicht das Problem darstellen. So. 3. Dann machen wir nochmal einen BTC Export hier. Wo haben wir den BTC? Ach Mist, haben wir gar nicht hier drin. Ah, doof. Slash BTC Export VGen Gen 3 New. So, das ist Game Mode 1. So, jetzt müssen wir hier auch nochmal eine zweite Location machen. Und das ist in diesem Fall New Location und dann log.getWorld. Log.getX, log.getY, minus 1, log.getZ. Warum das Ganze? Weil wir jetzt hier einmal das Ganze für die Abfrage haben wollen und dann müssen wir hier nämlich log 2 abfragen. So, an log 1 placen wir, aber an log 2 fragen wir ab.
So, jetzt kriegen wir das Tree Schematic. Hier müssen wir noch einmal kurz das neue Tree Schematic laden. Das ist aber auch nicht die Frage der Zeit. Ja, ist jetzt hier. So, das Ganze eben kurz reinpacken. Und fertig. So, dann haben wir jetzt den Tree und können das jetzt nochmal exportieren. Yes. So, jetzt machen wir hier einen Reload. Das Ding ist da. So. Und jetzt laden wir unsere neue Welt. 18. Slash MW Load Test 18. Slash MW Go to Test 18. So. Jetzt sind wir da. Das Lied ist noch kürzer. Die Ladezeiten sind besser. Und ihr seht, es placed schon mal. Gut, wir können das Ganze jetzt nochmal um. Meiner Meinung nach ein Block höher, besser sogar zwei verändern, aber das sollte auch nicht das Problem darstellen. Also zwei Blöcke minus, das heißt, wir setzen hier Lock und dann machen wir hier noch eine Tree Lock draus. Tree Lock. Warum haben wir jetzt gerade eigentlich was anderes an sich? Müssen wir doch. Wir haben gerade einen niedrig gesetzt. Na, egal. Hat es schon mal nicht mitgenommen. Egal. Machen wir es anders. So. Dann machen wir jetzt hier Lock minus 1. Minus 2 setzen. Und dann machen wir jetzt die Häufigkeit der ganzen nochmal ein bisschen niedriger. Sonst habt ihr gerade gesehen, wie das hier war. Das ist ein bisschen doof. Ein bisschen viel, meiner Meinung nach. So, dann machen wir jetzt hier nämlich 2048. Ich war auch nämlich dumm. Das sind ja nämlich 16 mal 16. Also 256. 2048 ist ja passender. Hier machen wir 1024. Das heißt 104. Exporten den ganzen Kram. Reloaden den Server. Und bekommen gleich einmal einen schönen Kram. Das ist jetzt nämlich Test World 19. Reload 19. Und MW Go to 19. Und ihr seht, instant da. So soll es sein. So, und schon haben wir hier unser gewünschtes Ergebnis. Wir haben hier Bäume, die entstehen. Ja, und schon können halt auf unserer Welt Bäume entstehen. Ja, ich hoffe, euch hat das Ganze jetzt gefallen und es war einigermaßen informativ. Leider jetzt halt doch ein bisschen länger, aber das ist halt nun mal so. Und wie ihr seht, unsere Welt sieht jetzt schon ein bisschen attraktiver, nenne ich es jetzt mal aus. Wir haben jetzt halt ein paar Bäume. Gut, hier könnte noch vieles dazukommen, aber das ist ja dann auch eher die Kleinigkeit. Ja. Und, damit würde ich halt jetzt sagen, sehen wir uns beim nächsten Tutorial, wo ich dann drauf eingehen werde, wie wir diese ganze Welt, die jetzt hier doch noch recht karg aussieht, mit ein bisschen Leben einhauchen, indem wir hier zum Beispiel, ja, Gras drüber wachsen lassen. Was haltet ihr davon? Ja, ich würde sagen, das war's dann für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.